Da sind wir, liebe Traderinnen und Trader, einen schönen guten Morgen hier und heute zum ja Bergfest sozusagen Mitte der Woche. Es geht äh, ja mit großen Schritten weiter hier an den Märkten. Äh, die Nachrichtenticker sind gut gefüllt um das, was hier paul und Yellen an die Märkte bringen äh, in den Konferenzen. Das bewegt natürlich um einiges äh, die Märkte, auch die Währungen. Äh, wir sehen dass bei den Bewegungen auch der Euro wieder deutlich schwächer geworden. Das hatten wir ja besprochen. Öl ist weiterhin unter Druck. Gestern die Lagerbestände waren nicht so prickelnd. Da waren der, die API Lagerbestände. Die waren ein Stück weit höher ausgefallen, als das Ganze erwartet worden ist. Heute kriegt man dann die richtigen oder was heißt die richtigen Öl-Lagerbestände. Die, die wir immer Mittwochs sozusagen bekommen, die offizielle Lagerbestandsmeldung, nicht die APIs. Das bleibt sehr, sehr, sehr spannend hier mit Bezug auf auf das Ganze. Das Thema der Zinsentwicklung ist auch ein wichtiges Thema. Das bewegt die Märkte, das beschäftigt uns auch immer wieder als Trader. Das sind so die Kontextdinge, die wir hier sehen. Und diejenigen von Ihnen, die hier mir jeden Morgen über die Schultern schauen, die wissen das auch schon, für die dies neu ist. Bitte Liken aufs Knöpfchen drücken hier mit der Maus. Thumbs up, egal wo geschaut wird, ob auf äh, Facebook oder nachher in äh, der Aufladung in dem YouTube-Kanal. Das Däumchen hoch ist immer schön. Und wir kümmern uns hier dann auch direkt um die eigenen Wunschmärkte. Und mit dem Daumen hoch zeigen Sie, wo es lang geht, Ihren Freunden und Bekannten, was wir hier bei Tickmill machen. Und damit geben wir dem Ganzen auch viel mehr Raum. Die Community erfährt davon. Und je mehr Menschen hier die guten Dinge sehen, je mehr Menschen können, ja, sagen wir mal, mal, Rendite außerhalb vom Sparbuch erwirtschaften. Und das ist ja das, was wir machen, warum wir das hier wollen. Und das ist hier jeden Morgen auch der Kontext, warum ich mich mit den Märkten beschäftige. Bevor wir reingehen in die entsprechenden Charts, hier noch der Risikohinweis. Ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen. Und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir an dieser Stelle schon zu den Nachrichten an sich. Wir sehen es für den heutigen Handelstag. 9.30 Uhr bekommen wir den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe ähm, und die Dienstleistung hier bei uns in Deutschland. Das Ganze gibt es in diesem Kontext auch rund um die EU. Aus den USA bekommen wir am Nachmittag wichtige Meldungen zum Thema. Einkaufsmanager Index äh, für das verarbeitende Gewerbe und auch den Gesamtindex und die Dienstleistung. Und dann gibt es noch die Stellungnahme vom fed vorsitzenden Paul. Das ist sehr, sehr wichtig für die Märkte. Da legt man wirklich jedes Wort auf die Goldwaage, auch wenn Paul äh, ja nicht wirklich immer was Neues erzählen kann. Äh, weil von heute auf morgen ändert sich ja nichts. Man lauscht trotzdem, man reagiert trotzdem. Nur das, was schon bekannt ist, ist in den Märkten mittlerweile entsprechend auch eingepreist. Und eine kleine Nachricht oder eine kleine Sache ähm, hat Paul gestern ähm, gesagt zu den Märkten, also zu den Aktienmärkten oder zu den Unternehmensbewertungen an sich. Er hatte gesagt, dass das ein oder andere Unternehmen schon, äh, wie soll ich das ausdrücken, sehr optimal bewertet ist. Also das heißt an dieser Stelle relativ teuer. Und sowas hören die Börsianer natürlich überhaupt nicht gern. Aber der Hauptfokus wird weiterhin auf dem legen, wie sich die Zinskurven, die längerfristigen Zinskurven entwickeln, denn das wird momentan sehr, sehr stark verglichen mit den Dividendenrenditen im SP 500. Und da sind wir momentan nahezu auf Augenhöhe. Und da fängt der ein oder andere Investor schon an zu überlegen, ob er das Risiko im Aktienmarkt für die gleiche Rendite, die er bei den Staatsanleihen bekommt, in Kauf nimmt. Und irgendwann geht es halt so weit, dass man sagt, Moment mal, mir ist das Risiko am Aktienmarkt zu hoch für diese Rendite, dann kaufe ich lieber Staatsanleihen, die zehnjährigen. Zack, boom, wird Geld vom Aktienmarkt entzogen und das zieht dann Geld entsprechend raus, das drückt dann auf die Kurse. Also leicht wird das nicht, Bewegung wird es weiterhin geben. Also wir brauchen uns da im kurzfristigen Bereich überhaupt keine Gedanken zu machen. Ähm, nur ich denke, oben mal sehen, wie es weitergeht. Es hängt alles ein bisschen an den Zinsen, was wir hier entsprechend sehen werden. Das Ganze hier heute um 15 Uhr, wie schon gesagt, da spricht Paul. Und um 15.30 Uhr gibt es die Rohöllagerbestände. Wer sich wundert, warum 15.30 Uhr, sonst kommt die immer 16.30 Uhr, hängt noch zusammen mit der Zeitumstellung. Die USA hat schon die Zeit auf Sommerzeit umgestellt. Wir machen das Ganze ja am Wochenende. Das heißt, nächste Woche ist dann wieder ganz normal 15.30 Uhr Handelsbeginn in den USA. Unserer Zeit aktuell ist es ja um 14.30 Uhr. Also, das haben wir hier an dieser Stelle über die Nachrichten gesehen. Und damit würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu den Charts. Und wie schon gesagt, ich hatte es im Blogbeitrag heute auch geschrieben. Ich möchte gerne über das Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar sprechen. Allerdings hier zunächst mal kurz noch der Blick auf das WTI. Wir wissen ja, ja, dass der kandollar sozusagen eine Petro-Währung an dieser Stelle ist. Und wir sehen halt, dass wir hier entsprechend momentan einen sehr stark unter Druck geratenen Ölpreis haben. Das Short-Signal das Short im Öl haben wir ja miteinander besprochen. Wir hatten auch klein hier die Umkehr besprochen, aber die wurde hier, wir sehen es ja ganz klar, wo dieses rote, der rote markierte Bereich ist. Es wurde definitiv nicht getriggert, das heißt hier ging es kurz in die Korrektur rein, zack wieder nach unten ran und jetzt sehen wir hier den nächsten starken Rutsch zur Unterseite. Also es sieht so aus, als wenn der Abwärtstrend auf Tagesbasis sich auch weiter fortsetzen möchte. Es gibt immer mal so ein bisschen hin und her gezappelt. Kurzfristig ist der Trend allerdings definitiv abwärts gerichtet hier, wenn wir das mal schauen wollen hier. Da sehen wir es, das ist der aktuelle Trend auf der Tagesbasis. Der Aufwärtstrend ist gebrochen und wir stehen jetzt hier unten in dem von Gestern auch avisierten äh, ersten oder nächsten Zielbereich nach der Trendfortsetzung hier um den Bereich von 57, 40, 57, 30, hier unten, wo das kleine Zwischentief ist. Wenn es dort dann entsprechend wieder drunter geht, dann ist der Weg hier unten schon relativ gut vorgezeichnet hier. Das Ausbruchslevel, was wir gehabt haben, das haben wir hier oben am Hoch gehabt bei 53,88. Moment, ich sehe gerade, der Bildschirm ist ja noch klein. Das muss ich gleich mal noch groß machen. Gebt mir das ruhig in den Chats bekannt. Da sehe ich auch, was ist. Und deswegen brauche ich das auch die kleine Rückmeldung. Manchmal bin ich hier so am Reden, dass ich sozusagen gar nicht sehe, was ich hier noch nicht freigeschalten habe. Also. Das Ganze hier an dieser Stelle ist der Blick in den Rohölsektor, das heißt hier das WTI. Und da haben wir, wie schon gesagt, den Abwärtstrend. Nächstes Kursziel sollte es jetzt hier weiter nach unten gehen, also auch heute wieder äh, zur Trendfortsetzung kommen. Dann hier haben wir den Auffangbereich unten zwischen 53, ich sag mal, um das rund zu machen, 53,90 bis unten 51,60 rum. Das ist dieses Band wo hier der größere Schub nach oben kam. Und wenn wir das jetzt mal kurz in den Kontext auch der Woche setzen, einfach nur mal für den Trendverlauf hier, schaut euch das mal an. Ich mache es mal, ja gut, viel größer braucht man es, glaube ich gar nicht machen. Hier oben die Linien klar, die Stirn ein bisschen, aber für den Trendverlauf sollte das nicht weiter hinterlich sein. Schaut mal hier, ich mache mal kurz die entsprechenden Entry-Bars auch noch mit rein. Und da sehen wir, schaut mal hier. War die Konsolidierung im Aufwärtstrend. Eins, zwei, drei Wochen lief es da seitwärts und dann ging es nach oben deutlich raus. Das ist der Bewegungsarm hier und der wird halt gerade korrigiert. Ne? Und wir sehen das hier. Wir sind jetzt in einer Korrektur, die über die 50% Tiefe reingegangen äh, ist. Und wir sehen es hier unten auch. Der grüne Bereich hier unten, das ist hier das Maximum bezogen auf diesen großen Trend ähm, und das läuft jetzt halt durch den Abwärtstrend auf Tagesbasis in die korrektive Phase rein mehr gibt es hier dazu nicht zu sagen ähm, wer da jetzt immer wieder hin und her überlegt und sagt na ja das Öl muss doch weiter steigen, Macht es euch einfach, schaut auf die Trends. Ich will hier keinen belehren, aber das Leben ist so viel einfacher, wenn man einfach nur schaut, was die Trends gerade machen. Und wer jetzt hier an dieser Stelle ähm, denkt oder hofft, dass es in den kleinen Zeiteinheiten einfach deutlich nach oben geht und wieder hoch geht und hier ein, so ein Signal hat, ja gut, was soll's. Ne? Ähm, das kann man versuchen, ähm, habe ich auch versucht, aber man muss sich halt eng absichern. Äh, denn wenn es hier ratzfatz wieder nach unten geht, dann läuft man gegen den aktuellen Trend. Das heißt, wenn man solche Tage hier hat, kann man durchaus den Versuch wagen, oben drauf zu gehen und aus den kleinsten Zeiteinheiten früh mal ein Byte-Testing machen, um zu schauen, ob der Markt tatsächlich hochläuft. Und das ist halt riskant, weil man gegen den Trend läuft. Aber die Umkehr kommt halt, wenn man Glück hat irgendwann und wenn man das immer mal versucht ohne zu viel zu riskieren, dann kann man gut und gerne hier den Schwung nach oben früh genug mitnehmen und dann einen starken Move nehmen, denn wenn sich der Trend auf der Wochenbasis fortsetzt und wir haben ja die Kursziele der Analysten auch gehört, die liegen ja deutlich über 70 US-Dollar pro Barrel, äh, dann hat man durchaus deutliche Chancen, aus der Korrektur raus nach oben hin zu laufen. Die große Frage ist halt immer wieder, kommt es denn überhaupt dazu oder kriegen wir einen deutlichen Rutsch nach unten und die Ölpreise stagnieren dann erstmal auf einem tiefen Bereich? Äh, fundamental ist nämlich das Thema gar nicht so weit weg, denn äh, wenn man mal sieht, dass die aktuellen Förderbegrenzungen der OPEC nur bis April erstmal gelten und man nicht genau weiß, wie es danach weitergeht, wenn dann plötzlich die Fördermengenbegrenzung sich nicht mehr durchsetzt, diese, das, die Wahrscheinlichkeit ist ja da, dann gibt es plötzlich wieder deutlich mehr Öl auf dem Markt und das drückt dann die Preise auch entsprechend wieder runter. Also es ist gar nicht so leicht und deswegen sage ich, macht es euch einfach. Wir haben hier einen Abwärtstrend auf der Tagesbasis. Jetzt haben wir hier eine kleine Umkehr und wenn wir uns die Umkehr mal anschauen wollen, hier schaut mal das ist der Abwärtstrend auf der Stundenbasis. Den gibt es nicht weg zu diskutieren. Und das, was wir hier sehen, ist lediglich die Gegenbewegung. Ja? Und die kann sich nach oben ausdehnen. Sehr, sehr schön. Ein wichtiger Anlaufbereich aus jetziger Sicht wäre mal dieses Drehlevel hier, wo die blaue Linie ist, um die 59 US-Dollar. Wenn es da drüber hinausgeht, dann können wir uns ein bisschen zur Oberseite hin orientieren. Das heißt, hier mal die Zwischenhochs rausnehmen, hier, wo das Spike-Level gewesen ist, zum Beispiel die 5988. Wäre ein guter Bereich oder aber ähm, was auch interessant ist an dieser Stelle hier oben dieses Umdrehlevel, als der Markt von hier oben umgekippt ist. Ne? Wir haben es ja gesehen: hier ist er hochgelaufen und hier unten in diesem Bereich hat er dann so eine Weile verharrt, quasi bevor dann hier das passiert ist, was wir in der kleinen Zeiteinheit sehen, bevor wir hier dann quasi die Richtung Trendig gewechselt haben, ne? also hier runter, hoch und dann den Abwärtstrend gemacht haben. Dieser Drehbereich hier oben so. Um den Bereich 61 bis 6110 rum durchaus Anlaufmarker, die wir da haben, beziehungsweise hier unten, wenn man es mal ganz eng auch nehmen möchte und sich an den Zwischenhochs, den kleinen orientieren möchte. Also der Bereich hier oben um die 61 Dollar durchaus drin bei einer dynamischen Aufwärtsbewegung. Das Wechselbild komplett kommt erst dann, wenn wir hier oben über den von mir rot markierten Bereich drüber laufen, über die 61-71. Dann ist zunächst erstmal dieser Abwärtstrend hier rausgenommen. Ich zeichne den noch mal ganz kurz ein. Ja, da ist er raus an dieser Stelle dort oben und dann haben wir Chancen, deutlich hochzulaufen. Das wäre dann auch das Umkehrsignal, dass man sieht, okay, jetzt kommt es auch auf der Tagesbasis wieder in eine andere Richtung und das wäre dann das Umkehrsignal auch für die Wochenbasis. Aber so weit ist es bei weitem noch nicht, ja. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig zu beachten. Und diejenigen, die den Ölpreis im kurzfristigen Bereich traden wollen, die können das auch tun. Auch hier die Basis aktuell der Stundenchart und da sehen wir ja hier den kleinen Aufwärtstrend nach oben laufen und der testet gerade hier dieses Ausbruchslevel hier an dieser Stelle. Moment, gut jetzt sind wir leicht drüber gelaufen, deswegen könnte ich das auch grün lassen, aber wir machen das einfach mal ganz kurz in rot. Also dieses Level hier. Da, wenn es jetzt drüber geht, haben wir gute Chancen, weiter hochzulaufen. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, wie der letzte Bewegungsarm gewesen ist im Stundentrend sozusagen. Also das, was wir hier gehabt haben, was wir hier sehen, die Runternahme. Moment, irgendwann schaffe ich es auch. Jetzt habe ich die richtige Linie gegriffen. Hier läuft der Trend runter. Ne? Das sehen wir auch schön. Ich mache den kleineren Zeitrahmen mal ein. Das ist der Bewegungsarm nach unten. Hier sehen wir jetzt den kleinen Minitrend entsprechend nach oben auch laufen. Das heißt, wir haben ja hier an dieser Stelle steigende Hochs und steigende Tiefs, das ist trendig und wenn wir uns das jetzt mal im kleinen Bereich angucken, beispielsweise im 15 Minuten Bereich, dann sehen wir halt, was wir auch Anlaufmarker auf der Oberseite haben. Schaut mal hier dieser Bereich um die Marke von grob 59,15 rum, dann hier die 59,88 und dann stehen wir auch schon hier oben in den Leveln, die wir gerade schön im Stundenchart gesehen haben. Also durchaus interessante Bereiche, wenn es hier zu einer starken Ausdehnung zur Oberseite entsprechend auch mitkommen. Also das hier an dieser Stelle unbedingt beachten. Das ist das Thema Öl und beim Thema Öl möchte ich gerne auch auf das Thema äh, vom Kandler kommen. Und beim Kandler, ich äh, schaue gerade bloß mal kurz noch auf die Futures oben rauf. Äh, da möchte ich nämlich hier das Ganze mal kurz zeigen, äh, was hier an dieser Stelle wichtig ist, was ich da immer auch im Blick habe. Also bitte nicht wundern, ähm, warum ich hier auch die Währungsfutures in letzter Zeit immer mal mit rein Bringe. Ähm, das ist halt für mich ein sehr, sehr starkes Ampelsystem, ähm, wo ich einfach auch schaue, äh was kann denn jetzt entsprechend ähm, die, 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 die Kurse, die Währungskurse hier auch mit bewegen? Und ich habe ja auch schon immer wieder gesagt, ähm, dass der Cann-Dollar eine Petrowährung währung ist. Und wenn wir einfach mal schauen, der Ölpreis fällt und der Kan dollar fällt auch. Das heißt, ein stark steigender Ölpreis ähm, treibt den Cann-Dollar nach oben. Ein deutlich fallender Ölpreis bringt Druck auf den Cann-Dollar. Ja? Ähm, von den Ausschwankungen natürlich nicht eins zu eins, aber man sieht das Ganze, der Cann-Dollar wird halt deutlich. Deutlich leichter, trendet nach unten im Kleinstbereich, ist weiterhin natürlich in einem Aufwärtstrend verortet. Das ist ganz klar hier an dieser Stelle. Nur die Korrektur läuft halt. Und solange wie der Ölpreis nicht wieder ansteigt, sind die Wahrscheinlichkeiten relativ hoch, dass wir hier weiterhin zur Unterseite laufen. Und das Auffanglevel, das Support-Level, was wir hier unten haben, das sehen wir hier schön. Dieser Unterstützungsbereich um die 78,50 rum in etwa. Das ist ganz, ganz wichtig. Da muss es halten, sonst kriegen wir hier einen Abwärtstrend und das äh, muss man dann beobachten. Und genau diese Schwäche sieht man auch im Währungspaar Euro-Kanadischer-Dollar. Und zwar sehr, sehr schön hier zu sehen, diese entsprechende. Gegenbewegung hier. Ne? Wir hatten hier lange Zeit den Druck nach unten bekommen. Das heißt, hier ist der Euro bzw. der Kandalor deutlich schwerer geworden. Deswegen hat es die Preise hier nach unten gedrückt. Aber wenn wir uns dieses Bild jetzt mal kurz anschauen, hier an dieser Stelle, der Markt ist weit runtergekommen. Das habe ich im Blogbeitrag auch genauso aufgezeichnet. Ähm, hat jetzt hier allerdings in der vergangenen Handelswoche um diesen Auffangbereich, den Kaufbereich hier knapp über diesem Kaufbereich, den haben wir hier liegen, als der Markt, der ja so dynamisch Extrem nach oben gegangen ist. Das ist das Level um die 1. 4770. Ähm, da kurz unten drüber ist der Markt rumgedreht, hat eine schöne hat eine schöne Hammerkerze ausgebildet, die in der aktuellen Handelswoche auch bestätigt wurde, aber jetzt wieder abverkauft wird. Das ist das Wechselspiel, was wir hier momentan haben. Ne? Die Trader können sich nicht so richtig entscheiden momentan. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, sehen wir auch auf der Wochenbasis, wir gehen gleich in die kleineren Zeiteinheiten, keine Sorge, nur das gehört zum großen Bild dazu, auf Basis. Der Woche sehen wir hier oben auch dieses äh, markierte Level, diese 1,5047. Das sind die Zwischentiefs hier unten. Das ist der große Verkaufsbereich. Das ist die Marke, als auf Wochenbasis der größere Abwärtstrend entstanden ist. Hier schaut mal, das, was wir hier sehen, hat man hier den Aufwärtstrend. Aber schaut mal, hier war ein Hoch, hier war ein tieferes Hoch, hier war das Korrektur-Tief. Hier nach unten, wo der kleine Doppelboden war, auf Wochenbasis klein, immer mit den Anführungsstrichen sehen. Und da sind wir dann drunter gefallen. Das heißt, was haben wir hier ganz klar zu sehen jetzt? Einen Abwärtstrend auf der Woche. Und das ist die große Richtungsvorgabe. Und das ist auch das, was wir auf Tagesbasis definitiv sehen an dieser Stelle. Also hier gab es das Hoch, hier die Korrektur nach unten, ein tieferes Hoch und dann zack, ging es ordentlich zur Unterseite rauf. Und das Bild müssen wir jetzt im Kontext sehen zu dem, was wir direkt besprechen. Denn wenn ich jetzt mal in den Tageschart entsprechend umschalte, dann sehen wir hier ähm, eine Konstellation, äh, die nicht äh, von schlechten Eltern ist. Das heißt an dieser Stelle, wir haben den Abwärtstrend ganz klar da. Ähm, wir haben, Moment, äh, ich nehme diese, diese Linie hier nochmal ganz kurz raus. Was wir haben ist, wir haben momentan hier im Abwärtstrend die Korrektur. Und die Korrektur, die wir hier haben, die läuft in einer Flaggenformation ab. Ne? Das heißt hier, wir haben hier eine bärische Flagge. Das sieht man recht gut an dieser Stelle auch im Tageschart. Und diese Flaggenformation, die ist halt die, die jetzt quasi die Korrektur ergibt. Und wenn wir hier tatsächlich unten drunter rausbrechen, dann spielt die Unterseite eine ziemlich große Rolle. Das heißt, hier Trendfortsetzung und dann kommt es darauf an, was hier an diesem Support-Level passiert. Nimmt der Markt dieses Level raus, ja, ist viel Platz nach unten. Wir sehen es hier. Das Auffanglevel, das Jahrestief äh, vom, ähm, vom äh, das war das Jahrestief 2020 hier unten gewesen, äh, 1,42,63. Hier ist nichts, was dazwischen auffällt. Keine großen Zacker. Das könnte sehr dynamisch zur Unterseite laufen. Also, das muss man definitiv hier an dieser Stelle auch auf der Uhr mit haben. euro kann dollar zeigt uns gerade hier die Schwächephase an. Und wenn wir uns das Kleinere jetzt noch mal kurz im 4 stunden chart anschauen wollen, dann sehen wir auch die. Präsenz, die wir hier an dieser Stelle haben. Wir haben zwar auf der Oberseite noch ein paar Anlaufpunkte, die möchte ich an dieser Stelle auch äh, gar nicht vorwegnehmen denn oder ent, vorenthalten, äh, denn wir haben ja natürlich auch die Chance hier weiter oben rauszulaufen. Das ist kein Problem, mhm. ne? solange wie wir hier nicht definitiv drunter brechen. Wir haben ja hier gestern schon mal den Lupfer unten drunter gehabt, beziehungsweise hier, also das, das Tagestief von gestern quasi ging ja drunter. Jetzt kommt es darauf an, kommt der Fortgang des Ausbruchs zur Unterseite rein, dann sieht es wirklich so aus, dass der Markt runter will. Ich beleuchte auch, wenn das Szenario jetzt nicht allzu wahrscheinlich momentan ist, aber noch die Oberseite. Sollte es hier zur Ausdehnung nach oben kommen, haben wir zwei Marken liegen, die jetzt innerhalb der korrektiven Phase zunächst interessant sind. Das wäre zum einen mal hier dieses, dieses Trendfortsetzungslevel hier oben um die 1,49, äh, was haben wir da? 86 in etwa rum. Und dann oben das Widerstandslevel bzw. das kleine Zwischenhoch bei 1,50, 70. Das sind die Marker, die jetzt mal relevant sind. Das hier oben ist meiner Meinung nach deutlich zu weit weg. Das wird dann relevant, wenn wir wirklich mit Schmackes hier oben drüber gehen. Dann wir sehen, dass wir vielleicht den Drehbereich hier oben um die 1,52, 75 mal anlaufen, aber das sehe ich momentan noch nicht. Eher die Unterseite und die Unterseite ist durchaus interessant für die kleineren Zeiteinheiten an dieser Stelle. Na, hier mal ganz kurz die Flagge noch zu sehen. Die haben wir da an dieser Stelle. Moment, ich muss jetzt mal kurz was löschen hier, dass wir mal ein bisschen sauber reinbekommen. Manchmal ist das echt witzig, dass man im Stereo Trader Sachen sieht, die man in der anderen Zeiteinheit nicht sieht. Aber gut, es ist wie es ist. Wenn der Trend hier hier runterläuft, also hier wir sehen es, Bewegung haben wir da, jetzt die Korrektur, laufen wir unten drunter durch an dieser Stelle, Moment, da muss ich mal kurz hier eine Linie hochziehen, also wenn wir hier unten drunter durchlaufen, dann ist der Test sozusagen das Ausbruchs von gestern bestätigt dann haben wir den kleinen Abwärtstrend und dann können wir uns im Kurzfristbereich das ist wirklich der sehr kurzfristige Bereich hier an den kleinen Zwischentiefs orientieren auf dem Weg zu unten hin die markiere ich einfach mal ganz kurz an das sind hier die Level um die 1,48 knapp 40 hier haben wir liegen die 1,4808 in etwa und hier das kleine Zwischentief bei 1,47 knapp 43 das ist für die ganz ganz kurzfristigen Trader durchaus ein interessantes Level was wir hier als, 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 als Anlaufmarken auch haben, wo der Druck vom Markt von oben durchaus runterkommen kann, weil das sind die relevanten Bereiche äh, auf, dem, auf dem kleinen Bewegungstrend nach oben hier innerhalb des Kanals, innerhalb der Flagge. Wenn das rauskommt, wie schon gesagt, für die ganz kurzfristigen Trades durchaus eine interessante ähm, Stelle. Ansonsten, wie schon gesagt, wenn hier das Ganze tatsächlich nach unten rausbricht, können wir gut und gerne in den Tageschat gehen, dann rutscht der Markt einfach nur unten drunter durch und wenn wir hier tatsächlich unten wegfliegen sollten, dann ist der Weg ganz, ganz runter definitiv frei und dann könnte es durchaus einen noch deutlich dynamischeren Rutsch Zur Chartunterseite geben. Also, das auf alle Fälle äh, muss man definitiv mit auf der Uhr haben, mit Blick auf das Währungspaar ähm, euro-kanadischer Dollar. Und wie schon gesagt, bei den Chartbesprechungen hier, wer einen Wunschmarkt hat, gerne rein auch. Ich sehe gerade hier an dieser Stelle auch Australdollar, US-Dollar im Stundenchart, äh, wie ich ihn sehe. Da kümmere ich mich natürlich sehr, sehr gerne, äh, das Ganze hier zu machen äh, an dieser Stelle. Das ist etwas, das wir haben. Wartet mal einen ganz kleinen Augenblick. Blick. Ich muss mal kurz was gucken hier, dass wir das mal kurz reinkriegen. Moment, genau das haben wir hier. Moment, wo ist er? Hier das Thema ähm, Austral-Dollar, US-Dollar auch wirklich hochinteressant. Schaut euch gerade jetzt eben mal den Austral-Dollar an. Hier an dieser Stelle. Ähm, hier formt sich eine SKS. Ganz klar, ganz massiv zu sehen. Das muss man mitsehen ähm, bei, den, äh, bei, den, bei den Währungen, wenn man das Ganze auch einschätzt, dieses Zusammenspiel. Also wir sind momentan ähm, in, in ganz, ganz vielen Währungen ziemlich stark zur Oberseite reingelaufen. Wenn man das hier mal so sieht, ich mache da mal jetzt ganz kurz die Übertreibung hier auf dem Monatschart. Schaut euch das mal an hier. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Level hier oben, wo der Australdollar reingelaufen ist. Und wenn wir jetzt an dieser Stelle sehen, dass der Tageschart uns eine SKS anzeigt, wo wir die Nackenlinie hier unten im Bereich der 7584 liegen haben, dann sagt uns das doch alles. Bricht das durch? Ist der Weg erstmal frei hier in diesen alten Kaufbereich um die knapp 7380 bzw. unten rein um die knapp 70? Da ist viel Luft nach unten. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns hier den US-Dollar anschauen, dann sehen wir auch ganz ganz klar hier der macht gerade eine Trendfortsetzung und das ist ganz klar ein sehr sehr bullisches Zeichen, das heißt, wir haben hier eine richtig geniale äh, sozusagen eine geniale Situation. Wir haben einen Australdollar, der schwächer wird und einen US-Dollar, der stärker wird, ja? Und das ist immer genial zu sehen, denn dann haben wir zwei Faktoren, die einen Chart in die gleiche Richtung treiben. Und das ist immer genial zu sehen. Und das sehen wir auch, wenn wir auf das Währungspaar Austral-Dollar-US-Dollar schauen. Hier, ich gehe mal ganz kurz in den Tageschart. Also, Austral-Dollar steht vor rechts nee Quatsch jetzt muss ich gucken äh, links und der US-Dollar äh, rechts das heißt der US-Dollar ist diese Seite hier ne und jetzt überlegt euch mal noch mal das Bild mit der Waage was ich euch schon mal gerade was ich euch schon mal erklärt habe die die es nicht verstehen oder äh, nicht verstehen das ist das falsche Wort Entschuldigung dafür äh, die das äh, bei mir noch nicht gesehen haben was, äh, mit der Wa was es mit der Waage auf sich hat. Äh, die Waage entsprechend, ähm, das ist ein Bild, was man sich relativ gut vorstellen kann, wenn man damit zurechtkommt. Also, wenn wir mal hier jetzt äh, eine Waage sozusagen machen und dann haben wir hier äh, den, den US-Dollar und hier äh, den Austral-Dollar äh, an dieser Stelle, das ist das, was wir hier haben. Und der US-Dollar sozusagen ähm, bewegt diese Preisseite hier an dieser Stelle nach oben und nach unten. So, und wenn man so eine Waage jetzt entsprechend mal sieht und man sieht, der Australdollar wird schwächer. Ja, was passiert mit der Waage, wenn der Australdollar schwächer wird? Ganz klar, der Australdollar wird schwächer. Die Waage bewegt sich in diese Richtung nach unten. Was passiert hier drüben? Die Preise gehen nach unten, wenn sich der US-Dollar nicht verändern sollte. Jetzt ist es aber auch noch so, dass zusätzlich zu der Schwäche im Australdollar, die Stärke im US-Dollar dazu kommt. Das heißt, der Druck von oben wird noch stärker hier. Dass die Seite wird noch weiter nach oben laufen äh, und das Ganze drückt dann die Kurse noch weiter nach unten. Also da haben wir relativ gute Chancen an dieser Seite. Dass der Markt tatsächlich weiter runterläuft. Und das Bild ist das, was wir hier an dieser Stelle auch sehen. Äh, hier an dieser Stelle mit gut äh, sozusagen ähm, hier an dieser Stelle runterdrücken und das Ganze äh, zur Unterseite reingehen. Also, das ist das, was wir hier an dieser Stelle, äh, an dieser Stelle sehen. Und damit haben wir den Druck. Durchaus von der Oberseite zur Unterseite. Und die Frage, die wir jetzt hier bekommen haben, Ludger, danke auch für den Zeitkontext, ist die Stunde. Und die ist jetzt hochinteressant an dieser Stelle, äh, denn wenn wir einfach mal sehen wollen, dieser alte Support, den wir hier haben, der hat schon mal nicht gehalten. Wir haben jetzt hier auch einen Abwärtstrend auf der Tagesbasis, der ist tatsächlich valide. Und wir haben hier unten dieses wichtige Kurslevel, diesen Support. Und der scheint jetzt gerade wegzufliegen. Und das gucken wir uns mal in der Stunde an. Da sehen wir. Nämlich eine gute gelaufene Bewegung hier. Wir sehen auch übergeordnet diesen schönen Abwärtstrend jetzt im Bewegungsarm und die starke Dynamik nach unten. Und jetzt der Blick auf den Stundenchart an dieser Stelle. Das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr wichtig hier an dieser Stelle. Wir haben jetzt hier eine ordentlich gelaufene Bewegung zur Unterseite rein. Wartet mal, Leute, ich lege mal hier kurz den, äh, den, den Stereo-Trader noch mit rein. So. Alles klar, Wirp, da haben wir einen drinnen, damit wir uns die Trends mal anzeigen können. Schaut mal hier, das ist der größere Kontext. Und das ist der kleinere Kontext. Und was wir hier sehen, ist einfach, dass wir hier momentan in einer ordentlichen Bewegung stehen, ähm, die durchaus Korrekturpotenzial hat. Und das ist jetzt interessant, äh, hier in diesem Kontext zu sehen. Ich muss den Chart jetzt mal ein bisschen kleiner machen ähm, an dieser Stelle, denn wenn wir uns das mal anschauen, schaut mal, das Tief hier unten, an dieser Stelle von diesem Trend hier unten, lag genau auf diesem Zwischentief hier unten, von dieser Aufwärtstrenddynamik. Ja, das ist der Grund, warum ich solche Marke auch immer mal wieder mit reinnehme. Und hier sind wir direkt hochgedreht. Jetzt sehen wir die Korrektur nach oben laufen. Und was wir halt sehen hier oben, dieses ehemalige Unterstützungslevel ist jetzt ein Widerstandslevel geworden. Das heißt, hier, ich ziehe da mal kurz eine, blau, eine grüne Linie rein, das wir sehen hier oben die Korrekturausdehnung zur Oberseite. Und durchaus erstes Anlaufziel hier oben, die 0,76,22. Beziehungsweise hier oben rauf, schaut euch das mal an hier. Da oben hier hin, das ist der kleine Zwischenhoch. Nur als Korrektur. Des Stundentrends. Und wenn wir da wieder rumdrehen, wäre das direkte Schwäche unten rein. Und dann haben wir gute Wahrscheinlichkeit, dass der Markt unten drunter durchbricht und den gesamten Verlauf nach unten haben. Und äh, Ludger, ich nehme mal an, wie ich dich mittlerweile auch kenne, du hast hier definitiv den Abwärtstrend äh, im Blick an dieser Stelle. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist auch richtig clever hier zu fragen. Äh, und all diejenigen, die sich jetzt immer wieder fragen, wo kann man denn Ziele hersehen? Schaut euch mal an, was wir hier in diesem Trendverlauf auch haben. Also jetzt mal alleine aus der Tatsache, was wir hier in diesem Kontext, Moment, mal gucken, ob wir das hier schön eingezeichnet bekommen, was wir hier sehen. Wir sind zwar hier mal ganz kurz oben drüber gelupft, aber der gesamte Rücklauf, den wir hier oben raus hatten, das ist die Korrektur dieser Abwärtsbewegung gewesen. Und da können wir sehr, sehr schön sagen, wir nehmen einfach hier, schaut mal, das war der Rücklauf, den wir gehabt haben, den setzen wir hier mal an. So grob in etwa und ziehen das ganze Ding unten rauf. Schaut mal hier. Wo landen wir da? Schaut mal, wir haben es schon da. Da landen wir unten bei 0,47,11 in diesem Drehbereich hier unten. Das Potenzial ist gigantisch und das ist echt hochinteressant äh, zu sehen. Und wie schon gesagt, solange wie die Schwächephase andauert, ähm, ist das durchaus relevant, nach unten zu gehen, weil wir hier momentan wirklich zwei geniale Situationen haben. Der US-Dollar bricht nach oben auf der Long-Seite aus, der Austral-Dollar unten auf der shortseite das zieht Dynamik in beide Richtungen auf sich und das drückt allesamt gegen den Austral-Dollar in Richtung des us dollars Und das könnte durchaus für einen ordentlichen Knall äh, nach unten sorgen. Das ist sehr, sehr gut an dieser Stelle. Das ist der Blick in den Australdollar äh, US-Dollar. Und dann bekommen wir noch eine Frage, wenn Zeit ist, den Nasdaq mal anzuschauen. Das machen wir natürlich auch sehr, sehr gerne. Da gehen wir gleich mal rein äh, in die Indizes hier. Der Nasdaq, der hat ja eine Korrektur nach oben hin, versucht, den Ausbruch nach oben hin, aber der wird immer. Wieder abverkauft zur Unterseite hin. Und wenn wir uns den NASDAQ jetzt, ich mache den mit Absicht mal im kleineren Bereich, jetzt im Stundenbereich, äh, weil auf Tagesbasis hat sich wirklich nicht so gigantisch viel getan. Eine Sache ist hier momentan sehr, sehr wichtig. Schaut mal hier unten in diesem Bereich um die Marke von 13.020 Punkten. Moment. Das wollte ich jetzt natürlich so nicht haben. So, wartet mal hier. Das hier, also dieses Level hier unten, 13.015 bis 13.020 in diesem Drehbereich rum. Das ist momentan das, was den Markt immer noch so ein bisschen aufhält. Aber. Und jetzt ist halt der wichtige Punkt, sollten wir hier tatsächlich drunter durchfallen, müssen wir uns definitiv mit der Chartunterseite beschäftigen. Heißt also, die Unterseite wird hier sehr, sehr wichtig werden und das kann man auch sehr, sehr schön planen. Wenn der Bruch hier unten drunter durchkommt, dann haben wir schöne Anlauflevel, indem wir uns einfach hier an dieser Stelle den Markt nach oben mal anschauen. Hier hatten wir einen kleinen Trend zur Oberseite rein. Ich zeichne den mal ganz kurz ein hier der Schub nach oben und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo hier Absicherungsorders liegen, die ist relativ hoch. Was haben wir noch? Wir haben hier noch so einen kleineren Kontext an dieser Stelle. Hier haben wir einen Kaufbereich an diesem Punkt, der durchaus auch noch mal für einen Haltebereich sorgen kann. Also dieses Level hier, das sehen wir. Warum ist der wichtig? Schaut mal hier ran gelaufen, runter ran gelaufen, runter ran gelaufen, drüber gehalten, verharrt. Also war dann eine Unterstützung und dann ging es kräftig nach oben. Also welche Marker sind Jetzt auf der Unterseite relevant, wenn wir tatsächlich hier zur Fortsetzung kommen. Fällt dieser Support hier und wir laufen unter diese Marke von 12.990 unten drunter durch, sind die kleineren Anlaufpunkte klar. Hier das Haltelevel um die 12.941. Weiter geht es unten rum, die Zwischentiefs hier grob um die 12.800, was haben wir hier, 88 im Tief in etwa. Bitte die Marken selber mal anschauen. Ich lege hier die, die Level einfach nur dran, aber das sind ja nur grobe Orientierungsmarken. Und dann haben wir hier oben die, unten die 12.805-Punkte-Marke. Das ist das, was wir durchaus sehen können, sollte dieser Support hier unten, dieser Drehbereich, nicht halten. Fliegen wir allerdings oben drüber... Ja, wenn er hält, dann haben wir gute Chancen, zunächst kurzfristig erstmal oben in den Widerstandsbereich reinzulaufen. Das heißt, ich ziehe mal das hier einfach oben rauf. Dieses Level, was wir hier haben, schaut mal, das können wir auch weiter hinterziehen. Also das Level hier drüben, hier liegen natürlich keine Orders mehr von hier an dieser Stelle, ne? Aber. Was halt wichtig ist, schaut mal, das ist ein Widerstandsbereich. Das sehen wir ganz, ganz klar. Ne? Hier gab es Druck nach unten, hier sind wir rangelaufen, abgedreht, ran gelaufen, abgedreht. Jetzt haben wir hier die Range zwischen 13.020 in etwa und hier oben 13.180. Ähm, wenn wir hier drüber gehen, haben wir gute Chancen, erstmal wieder oben ranzulaufen. Fliegt der Deckel weg, dann natürlich oben der Verkaufsbereich hier um die 13.300 Punkte. Der wäre dann wichtig, da ist einiges da im Kurzfristbereich. Also wir haben hier wieder einen sehr. Sehr, sehr interessanten Bereich, wo wir ziemlich früh eine Richtungsstellung für den kurzfristigen Schub bekommen können, und das haben wir hier. Das ist ganz, ganz wichtig. Danke entsprechend für die Fragen. So, also, ähm, das passt ganz gut. Ähm, dann habe ich noch eine Anfrage äh, hier an dieser Stelle äh, von äh, über, über Zoom. Ähm, ich sage einfach nur mal ganz kurz: Oliver, wir sind, soweit ich das jetzt weiß, auch schon ähm, über, über Facebook befreundet. Ähm, bitte an dieser Stelle nochmal auf mich zukommen. Ähm, ich habe die Nachricht gesehen über Facebook, aber irgendwie ist die in meinem Messenger weg, äh, komplett weg. Ich finde das nicht mehr. Ich konnte da leider nicht mehr drauf antworten. Ich versuche hier nach dem Meeting direkt nochmal ähm, auf sie zuzukommen. Das passt. Zweite Frage ähm, auf den US-Dollar SEK, also schwedische Kronen, mal ranschauen. Na klar, das Ganze mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Also hier an dieser Stelle schauen wir uns die Marktübersicht nochmal an. US-Dollar, schwedische Krone, auch ein Währungspaar was durchaus interessante Bewegungen immer wieder bietet. Hier schauen wir uns den Chart mal an. Natürlich immer das große Bild vor Augen zu sehen. Da haben wir hier quasi den vier-Stunden-Chart mal, den Tageschart als großer Richtungsgeber sehen wir auch hier. Der Markt, den hat es hier ordentlich nach unten gedrückt. Aber seit einigen Wochen sind wir hier schön in einem Aufwärtstrend und die Situation, in der wir jetzt verortet sind hier in diesem alten Verkaufsbereich, die ist natürlich sehr sehr interessant. Schaut mal hier. Das war quasi an dieser Stelle äh, hier Support. Hier ist es dann zum Widerstand geworden. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist quasi die Gegenbewegung zu diesem starken Move nach unten hier. Der ist auch trendig gelaufen. Tagesbasis ist aufwärts gerichtet. Wenn wir uns den Chart mal kurz anschauen wollen, hier an dieser Stelle aus rein charttechnischer Sicht hier nächste Anlaufziele haben wir natürlich auch noch nach oben hin, hier in die Bereiche rein, was wir hier haben, so ganz grob mal zu sehen. Die ähm, 871, 870, 871 und dann weitergefasst hier oben noch die 894. Die große Frage, die sich jetzt hier stellt, äh, ist an dieser Stelle: die haben wir äh, MACD als Verkaufssignal, äh, als Short-Idee zu sehen. Ähm, ich gehe jetzt mal weg von den, von den vom, vom Indikator, sondern versuche hier an die dieser Stelle einfach mal zu zeigen, was der Chart macht, unabhängig vom MACD, ähm, weil der MACD ist einfach nur rückwärts gerechnet. Wir brauchen aber die Zukunft, ja, und das ist das ganz, ganz Wichtige an dieser Stelle. Und wenn wir hier mal in die vier Stunden reingehen, dann sehen wir schon ganz klar an dieser Stelle, der Markt ist in eine Bewegung reingelaufen und der 4-Stunden-Trend, den wir hier an dieser Stelle haben, der ist auch entsprechend da. Hier, da ist er unten rausgekommen. Hier trendet das Kleinere auch schön zur Oberseite rein. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ob der Markt hier tatsächlich schon überverkauft ist oder noch nicht, die können wir relativ schnell auch aus der charttechnischen Sicht rausziehen. Das heißt. Wenn wir uns das Level hier mal anschauen, Moment, ich wollte das grün haben. Wenn wir uns das Level mal kurz anschauen, wo wir gerade stehen, dann haben wir durchaus noch Potenzial, denn hier die trendige Geschichte. Schaut mal hier: Bewegung, Korrektur, Bewegung, unten Korrektur. Wir sind zwar kurz unten drunter gelupft, aber dann direkt wieder Trendaufnahme hier. Schöner neuer Aufwärtstrend. Und das ist halt jetzt an dieser Stelle, wenn man sich mal ausmisst, das Potenzial von der Unterseite zur Oberseite rein. Hier war sozusagen. Die unterseite und wenn man das mal grob oben drüber bemisst äh, ist der markt jetzt äh, schon noch mit einigem potenzial zur oberseite hingesehen also durchaus können wir hier über die marke von äh, von 875 durchaus drüber laufen das ist ganz klar aber, und das ist halt auch wichtig zu sehen, äh, was wir hier an dieser Stelle sehen haben, wenn ein Markt so dynamisch nach oben läuft, irgendwann kommt mal eine Korrektur. Und das kann man dann im kleineren Bereich sehen. Momentan ist das noch nicht zu sehen. Das heißt, was wir hier momentan sehen, ist eine schöne starke Bewegung. Ähm, und diese starke Bewegung läuft halt und die sehen wir halt auch trennten. Und wenn wir uns das jetzt mal hier an dieser Stelle im 5-Minuten-Chart auch anschauen wollen, dann sehen wir in den 5 Minuten den intakten Aufwärtstrend. Auch hier die schöne hohe Dynamik. Dynamik auch zu sehen. Und aus jetziger Sicht, aus jetziger aktueller Sicht ist es halt tatsächlich so, dass wir hier zunächst erstmal das Ende dieser Aufwärtsdynamik brauchen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten an dieser Stelle, die wir hier haben. Die erste Möglichkeit ist, dass wir einen Gegentrend bekommen. Die zweite Möglichkeit ist, dass der aktuell laufende Trend gebrochen wird. Und das Thema können wir relativ schnell sehen hier das war entsprechend jetzt mal hier die letzte sozusagen ähm, korrekturphase unten rein denn schiebt der markt jetzt schön nach oben das heißt hier. Da haben wir es zwischentief, hier das Bewegungshoch an dieser Stelle laufen wir dort drunter, ist dieser Trend rausgenommen und dann fängt definitiv die Korrektur spätestens an. Ja, das haben wir da, aber an dieser Stelle, wenn wir hier einen Gegentrend bekommen sollten, bevor wir hier unten drunter durchlaufen, merkt man auch schon, okay, jetzt kommt die Schwäche in den Markt und dann kann man durchaus drüber nachdenken, hier eine Short-Idee aufzubauen. Aber ich sage an dieser Stelle immer wieder: das ist einer, äh, wenn ich das mal so offen rausschlagen soll, einer der Grundsätze. Größten Fehler, die private Anleger machen, gegen den laufenden Markt zu setzen. Also, wer hier in so einem Markt auf die Idee kommt, Short zu gehen, wenn man so einen starken Move nach oben sieht, wie wir das hier momentan in den vier Stunden haben, da sehen wir, ist schon einiges an Stärke <laughs> entsprechend drinnen. Und das liegt halt an der US-Dollar-Stärke. Und wer jetzt hier Short versucht, geht definitiv gegen den Dollar. Und gegen diese Lokomotive stelle ich mich nicht. Viele private machen es aber. Und das ist oft ein Kardinalsfehler, der viel 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 Geld kostet, weil in so eine starke Movement in die Short-Richtung zu setzen. Da muss man extrem kurz unterwegs sein, damit sich das überhaupt lohnt, weil die Stärke wird oft nur kurz korrigiert und dann schießt der Markt wieder massiv hoch. Und das ist das, was man immer so ein bisschen auf der Uhr entsprechend mit haben muss. Aber es kann funktionieren, wenn man es richtig macht. Und da sehen wir halt hier oben jetzt auch einen Bereich, wo diese blaue Linie hier oben ist. Schaut mal hier, das ist ja jetzt der 4-Stunden-Chart, den wir hier drinnen liegen haben. Dieses Level hier oben. Ja, dieser Bereich hier um die 065, äh, um die 865, das ist hier oben ein Verkaufsbereich. Und das hier oben ist es jetzt definitiv relevant, sich da mal auf die Lauer zu legen. Wenn wir dort oben tatsächlich ähm, einen Bereich haben, wo Schwäche kurzfristig reinkommt, dann kann sich lohnen. Und dann kann man ein gutes Setup machen. Man darf nur entsprechend die Ziele für diesen Short trade nicht zu weit weglegen. Also gerne immer so ein bisschen an dem Trendverlauf der kleineren Zeiteinheit orientieren, um das Ganze hier zu machen. Das ist der Blick in das Währungspaar US-Dollar-Schwedische Krone. Dazu gerne wieder mehr, wenn weitere Fragen sind. Für heute haben wir da jetzt in den Chats hier zumindest keine weiteren Fragen. Das heißt, an dieser Stelle sage ich wie immer, danke für das. Zuschauen für all diejenigen, die noch nicht auf den Like-Knopf gedrückt haben, bitte jetzt nachholen, egal ob auf Facebook oder auch auf YouTube. Äh, danke dafür und ich sage, machen Sie einen Plan, traden Sie den Plan, haben Sie einen erfolgreichen Trading-Tag und bis morgen früh um 8.30 Uhr live hier mit dem Blick in die Märkte. Bis dahin, tschüss.